viele Menschen haben ja jetzt in der heutigen Zeit auch Sorge, dass der seitens der WHO angestrebte Pandemievertrag zu einer Aushebelung nationalen Rechts mit Blick auf Gesundheit und auch Grundrechte wie zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit sich auswirken wird. Sehen wir, dass nationales Recht von internationalen Organisationen, Verbänden etc. einfach ausgehebelt werden kann? Ist das so? Ja, das ist so. Und das ist in der Tat, hier müsste man fast ein bisschen ausholen, das ist die große Tendenz des völkerrechtlichen Zeitalters, das bereits 1945 beginnt und was sich eben seit dem Ende der Systemkonkurrenz 1990, 91 noch mal beträchtlich vertieft hat. Also bereits 1945 beginnt eben die große Zeit der internationalen Organisationen, angefangen mit den United Nations und ihren Schwester- und Unterorganisation. Dazu gehört ja die Weltgesundheitsorganisation WHO und die mit deutlichem Abstand fortgeschrittenste und am weitesten integrierteste internationale Organisation ist natürlich die EU, obwohl die ungern hört, dass sie eine internationale Organisation nach dem Völkerrecht ist. Die will ja immer etwas ganz Eigenes sein, aber sie ist aus völkerrechtlichen Verträgen hervorgegangen. Das kann ja niemand in Abrede stellen. So, und nun ist es so, internationale Organisationen, die dann eben auch die Befugnis zur Rechtsetzung haben, sind dann supranationale Organisationen. Und wenn der Souveränitätspanzer der Staaten durchdrungen wird, das heißt, dass internationale Organisationen nicht nur prinzipiell Recht setzen können, was dann von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss, sondern das Recht gilt auch unmittelbar, so wie das zum Beispiel bei der EU durchweg der Fall ist, dann wird das Internationale eben supranational. Und grundsätzlich sind die sinnvoll. Die ersten internationalen Organisationen sind schon am Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet worden. Das war einmal die Donauschifffahrtskommission oder die Rheinschifffahrtskommission. Es leuchtet ein, dass bei Flüssen, die viele Nationalstaaten durchqueren, dass das Schiff, das auf dem Fluss fährt, nicht bei jedem neuen Nationalstaat, durch den es eben durchfährt, dass da völlig andere rechtliche Regularien auf einmal gelten, wo die Laternen hingehängt werden und welche Farbe sie haben müssen, welche Fahnen aufgezogen werden müssen und so weiter. Sondern da ist es natürlich sinnvoll, gewisse Regelungsbereiche den Nationalstaaten wegzunehmen, beziehungsweise die Nationalstaaten geben die dann her im Sinne des besseren Funktionierens der eigenen Wirtschaft und übergeben sie internationalen Organisationen oder auch supranationalen Organisationen. Aber das hat eben doch heute sehr weitgehende Formen angenommen. Bei der EU sehen wir, dass inzwischen ja 80% der deutschen Rechtsetzung unmittelbar von der EU angeleitet sind. Da hat der Deutsche Bundestag gar nicht mehr zu sagen, was eigentlich geregelt wird. Er kann allenfalls sagen, wie er das Regelungsziel erreichen will. Und das ist selbstverständlich ein Problem, da die europäische Rechtsetzung nicht in dem Sinne demokratisch legitimiert ist. Mhm. Es gibt keine Legitimationsketten. Ja? Das ist letztlich eine Einigung von vielen Fachministern, Regierungen. Das Europäische Parlament hat ein gewisses Vetorecht, aber da ist ja das deutsche Volk nicht vertreten. Da bin ich ja nicht vertreten. Es ist ein minimaler Einfluss, den wir da haben.